Euer Superman hat soeben den Stream betreten. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen! Oh, fucking boy! Es könnte nicht perfekter sein. Nein, du kannst es nicht perfekter machen. Es ist der 3.9.2020. Es ist mein 31. Geburtstag und ich feiere diesen Tag mit meinem persönlichen Release vom Tony Hawk's Pro Skater Remake. Und das ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe Tony Hawk's Pro Skater zum allerersten Mal vor 21 Jahren gespielt. Ich weiß sogar noch, wo es war. Es war im Bayerischen Wald, in einem Hotel. Die hatten dort an einer Bar in der Ecke eine PlayStation liegen. Und zusätzlich das neu releasede Spiel Tony Hawk's Skateboarding. Vor 21 Jahren. Und ich setzte mich an diese Bar, setzte die CD in die PlayStation und ich war verzaubert. Und zwar nicht nur diesen Abend, nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat, nein. 21 Jahre lang. Ich habe dann alle weiteren Tony Hawk-Teile gesuchtet und gespielt und das machte vor allem eine Sache sehr interessant. Denn als ich Ende 2010, also vor 10 Jahren, begann mit YouTube und die Legacy meiner Person, Vulvarus, begann, machte ich als drittes Projekt, mein erstes 3D-Projekt quasi, Tony Hawk's Pro Skater 4. Und das schlug damals ein wie eine Bombe. Und 10 Jahre später sitze ich nun hier. Ich habe in den letzten 10 Jahren 20 Tony Hawks Projekte gemacht. 20 Stück. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Begonnen 2010, über 2011, über 2012. Dann kam der Marathon 2015. Dann nochmal ein kleiner Marathon 2019. Jetzt die letzten Tage die alten PlayStation-Originale gespielt. Und heute sitzen wir hier am 3.9. und feiern das Remake zu Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Und das ist nicht ein hingescherbeltes Remake, wie man vielleicht vermutet hätte nach Tony Hawk's Pro Skater 5, dessen Namen man eigentlich gar nicht erwähnen möchte. Nein, es ist das originale Spiel, unglaublich geil, mit wunderschöner Grafik und noch viel, viel mehr Inhalten. Und so sitzen wir nun hier und werden gemeinsam Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 bis zur absoluten Vergasung spielen. Ich werde dieses Spiel rauf und runter streamen, suchten, zocken und durchkauen, bis ihr keinen Bock mehr habt. Bis ihr keinen Bock mehr habt. Es wird so groß. Es wird so groß. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich bedanken. Bei allen. Da kommt jetzt eine ganze Welle auf uns zu. Bei allen, die mich hier zum Geburtstag beglückwünschen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da kommt jetzt eine kleine, aber feine Alertwelle eben auf uns zu. Und ich bedanke mich einfach schon mal durch. Ich lese jetzt einfach mal ganz kurz vor, was passiert ist. So, wo geht der Spaß denn überhaupt los hier? Junge, Junge, ich bin so voller Hype, das ist unglaublich. Just Lightning, Dankeschön für den 21. Sub an der Stelle. Ultrius, Dankeschön für den 44.
Dankeschön, blutiger Baron, für den 21. Dankeschön, Fortress, für den 42. Gott sei Dank resubbt hier keiner zum 31. Mal. Hahaha. Naldinho, dankeschön für den 2. Sub. Vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns bleibst. Markus, vielen lieben Dank für die 1000 Bits. Lirolas, dankeschön für den Gift-Sub. Markus haut auch nochmal 5 Gift-Subs obendrauf. Vielen lieben Dank. Fostelica, dankeschön für den 69. Sub. Dankeschön. Ja, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, schöne Geburtstag. Fortress, dankeschön für den Gift-Sub. Oldfriend, dankeschön für die gerade eingeblendeten Geburtstagsbits. Stiefel, vielen lieben Dank für den 74. Sub. Oh boy, dankeschön. Jackson, dankeschön für die Bits. Max Spanky, dankeschön für den 7. Sub. Beats by Gerard, dankeschön für den 5. Sub. Guck mal, jetzt kommt erst der Stiefel. Ich geh einfach schon mal durch. Die Alerts laggen schon, weil ihr zu viel macht. Ich mach einfach mal weiter. Alles Gute zum Geburtstag, du alter 31er. Auf weitere 31 Jahre. Hier on Stream, oder wie? Danke, Lirolas, für den Support. Jägermeier, vielen, vielen lieben Dank für den 26. Sub. McFly. Hier hast du mein letztes Hemd. Aber das will ich doch gar nicht. Ich will doch gar nicht, dass du nackig bist und frierst, Mensch. Dankeschön, McFly. Vielen, vielen lieben Dank. Shame. 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 Muss ich mich jetzt wirklich schämen, weil ich mich erst bei allen bedanke, bevor ich skate? Wirklich? Das ist schon wieder schwierig hier. Der Rohverleger. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Support. Chaos Master, danke schön für den 2. Sub. Schön, dass auch du bei uns bleibst. Vielen lieben Dank. Blue Squirrel, danke schön für den 19. Oh boy, Leute, das ist ja ein halber Roman hier. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, die ganzen Alerts kommen schon gar nicht mehr hinterher, ey. So. Ich gehe erst in Rente, wenn ich den Controller nicht mehr halten kann. Fair enough. Dann kann ich aber immer noch die Maus bedienen, hoffentlich. In irgendeiner Art und Weise. Okay, Chat, macht mir noch mal ein kleines bisschen Hype! Come on! Es ist Tony Hawk's Zeit und es gibt jetzt hier nichts mehr anderes als Tony Hawk. Mein Gott, habe ich darauf gewartet. Gibt's doch nicht. Quasi mein ganzes Leben lang. Quasi das ganze verdammte Leben lang. Oh boy. Ich hoffe, das Stream ruckelt nicht. Weil hier gerade alles des Todes laggt. Okay, und Mo Money Boy. Passt ganz gut. Gibt einige Hip-Hop-Soundtracks hier. Gibt hier so viel Neues. Ah, sehr schön. So, ich habe so viele Nachrichten, Leute. Komm, ich komme kaum hinterher, Mann. So, ich werde euch alles gleich vom Spiel zeigen. Keine Sorge, ich gehe. Ja, ist gut, ich hab's gerade im Discord schon gesehen. Sehr, sehr, sehr lecker. Dankeschön. Ich gehe gleich mit euch das gesamte Spiel von A bis B durch. Ich werde euch alles zeigen, alles erklären, alle Fragen beantworten. Ich werde hier nichts auslassen. Keine verdammte Sorge. Keine Sorge. So, sind wir die Alerts jetzt gleich durch? Was haben wir denn? Blue Squirrel, das ist der letzte. Das ist gut. Los geht es! So, Freunde, da sind wir drin, in dem Menü, das ich euch gestern schon mal ganz kurz gezeigt habe. Ich bin mittlerweile schon Level 10 und ich zeige euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf,
Ja, macht ihr mit euren Alerts noch weiter. Ich zeige euch jetzt im Schnelldurchlauf, was es in dem Spiel alles gibt. Dann machen wir den ersten Story-Playthrough mit Rodney Mullen, selbstverständlich. Danach werden wir in den Multiplayer reingucken. Und dann werden wir alles machen, was dieses Scheißspiel zu bieten hat. Man muss für Platin nicht mal alles machen, was in-game verlangt ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das nicht mache. Aber wir werden sehen. Puff, ist das eine Menge hier. An der Stelle nochmal Dankeschön an den lieben Massenfly für den 12. Sub. Dankeschön für ein kontinuierliches Jahr-Support. Und der Chat muss weiter durchrotieren. Der muss weiter durchrotieren. Let's fucking go. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Wolf. Und hier mal ein kleiner Funfact zu mir selbst. Schon lustig, dass ich in 15 Tagen selber Geburtstag feiern kann. Na, du Schlawiner, du Arktos. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Divanex. Dankeschön ebenfalls. Alles Gute zum Geburtstag, Mr. Rurus. Und Happy Release Day für euch morgen. Die meisten haben es aber schon, weil früher verschickt und so. Dieses Franchise ist pure Kindheit. So sieht es nämlich mal aus. So, kostet das Spiel 60 oder 70? Weder noch, es kostet 40. Und der Ausrufezeichen Tony Hawk's Pro Skater, abgekürzt THPS, kannst du dieses Spiel gerne auf Amazon kaufen. Für 40 Euro. Ach so, stimmt, unter meinem Link. Unter meinem Link kommt aber jetzt das Spiel nicht, ne? Weil Amazon ein bisschen dumm im Kopf ist, ne? Moment. Das muss ich verbessern. Ansonsten muss ich verbessern. Warte, gib mir einen kurzen Moment. Ich hoffe, keiner hat erwartet, dass es innerhalb der ersten 10 Minuten Gameplay gibt zum Geburtstag. Ne? Also, nur mal so am Rande. Moment, ich muss es kurz verbessern, weil das ist hier ziemlicher Mist, was Amazon da getrieben hat. Ob mein ganzer PC laggt, ne? Ich brauch so dringend einen neuen Rechner. Gottes Willen. So, wartet, ich mach's eben besser. So, guck mal. Hier unter dem neuen Link ist es viel besser. Da könnt ihr euch das für Xbox oder PlayStation holen, je nachdem, was euer Ding ist. Setzt es aber auch jetzt nochmal richtig in den Command rein. Denn vor einigen Wochen war der Command noch in Ordnung. Da kam man über den Link noch zum Spiel. Mittlerweile nicht mehr. Keine Ahnung, was Amazon da mittlerweile anders gemacht hat. Irgendein Algorithmus, irgendwelche Tags haben da irgendwas verändert vermutlich. Aber ja. 40 Euro für dieses grandiose Spiel. Es ist quasi geschenkt. So. Blackstar, Alter, Eskalation und alles Gute, aber im wahrsten Sinne, Blackstar, Mann, vielen, vielen lieben Dank für den Mega-Support. Dankeschön, Luca. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Und oh boy. So. Richtig, neuer Rechner mit neuen Grafikkarten. So sieht's aus. Aber bisher muss man nicht noch warten, nicht nur zum offiziellen Release, sondern natürlich wäre es auch noch sinnvoll, bis zu den Customs zu warten, weil die Originale ja meistens immer ein bisschen hinterherhinken am Ende. Ja. So, also, ich geh nochmal mit euch durch. Wir haben ganz normal die Skate-Karriere. Tony Hawk's Pro Skater 1, Tony Hawk's Pro Skater 2 und natürlich Ranked und Free Skate, wenn man lustig ist. Wir haben den Multiplayer, dort haben wir den lokalen Multiplayer, wo man mit seinen Jungs oder Damen, Herzensdamen auf der Couch zocken kann. Dort kann man Funskaten spielen, Trick-Turnier, Score-Challenge, Combo-Mambo, Combo-Challenge, Graffiti, Loser und Fangen. Wir auch mal Fangen spielen. Und man hat eine schnelle Playlist. Das ist der größte Kritikpunkt, den ich aktuell an Tony Hawk's Remake habe. Im Multiplayer-Bereich hast du Jams und Wettbewerbe, beziehungsweise Wettkämpfe. Das bedeutet, du hast aktuell, so wie ich es sehe, ich habe auch noch was anderes gelesen, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist das, ich weiß es nicht. Wir müssen uns das nachher mal ganz genau angucken. Ich habe irgendwie kein Lobby-System, aber naja, auf jeden Fall, da kannst du jammen mit irgendwelchen Randoms, da spielst du dann Graffiti und Trickturniere, bla bla bla. Das gucken wir uns nachher in Ruhe an. Natürlich kann man sich auch den Park machen. Ja, man kann sich hier irgendwelche Parks machen, man kann sich hier irgendwelche Parks runterladen, bla bla bla. Es gibt eine Menge schöne Sachen schon, aber die meisten guten Sachen werden erst noch kommen. Ich weiß nur, dass der Park-Editor unglaublich geil ist und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass einige Leute,
wenn sie sich richtig viel Mühe geben, vermutlich sogar bessere Parks erschaffen können, als in-game sind. Ich sag's euch. Haltet euch fest, da kommen ziemlich geile Sachen bei rum. Dann haben wir das Skater-Menü. Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Hier können wir alle Skater durchgehen. Wir haben Tony Hawk, Bob Burnquist, Jamie Thomas, Rodney Mullen selbstverständlich. Und die sind alle gecaptured, by the way, mit ihrem aktuellen Alter. Also ja, Rodney Mullen ist hier tatsächlich 54 oder 53, glaube ich. Richtig sick. Und es gibt also quasi die alte Generation, die damals die junge Generation war. Und gleich noch die junge Generation. Dazu kommen wir gleich nochmal hier mit Steve Caballero. Wir haben Bucky Lasik, also all die ganzen Chars, die damals im Original quasi drin waren. Ein sehr alt gewordener Chad Muska. Wir haben Elisa Steamer, deren alter Mann mittlerweile auch sehr gut ansieht. Grüße gehen raus, Elisa. Und natürlich auch Eric Kosten, Geoff Rowley, der recht gut gealtert ist. Dankeschön, Andi. Wenn du alles schon vorher erzählst, was ich gleich erzähle, ist das total sinnlos. Dankeschön, Andi, für das Geburtstagsgeschenk. Dankeschön, Darth Boxy, für den 11. Sub. Bald ein Jahr, Tony Hawk Hype. Ich feiere, dass du es wieder spielst. Ich auch. Luca, an dieser Stelle nochmal Dankeschön für die 5 Gift-Subs. Puh, ich komm da. Kommen wir gleich ins Schwitzen. Wir haben natürlich noch Kareem Campbell. Und zum Abschluss Rune Glyphberg. Und dann fehlt natürlich noch Andrew Reynolds. Und nach Andrew Reynolds und nach den ganzen Charakteren aus dem Original kommen wir jetzt zur jetzigen neuen Generation, dessen Name uns allen nix sagt, es sei denn, wir sind aktuell im Skate-Thema drin. Ich bin's nicht. Wahrscheinlich 99% von euch auch nicht. Deswegen stelle ich euch trotzdem mal die aktuellen Chars vor. Nämlich Aori Nishimura, Leo Baker. Ihr seht selber, dass die sehr jung sind, oder? Letitia Buffoni. Ich habe diesen Namen noch nie in meinem Leben gehört und ich lese sie zum ersten Mal in meinem Leben vor. Lizzie Amanto. Diesmal so gleich drei Frauen. Nija Houston. Houston wahrscheinlich. Der soll wohl vielleicht bekannter sein. Riley Hawk. Obviously. Houston wird schon so ausgesprochen, alles klar. Shane O'Neill und Tyshawn Jones. Interessante Hose. Und als ersten Bonus-Skater den Ripper. Warum auch immer. Und all diese Chars haben bestimmte Aufgaben. Jeder hat 21 Challenges. Jeder hat 5 Trick-Slots, jeder hat 9 Boards, die man für sich verdienen muss und 2 Ausrüstungsgegenstände. Das sind aber nur die Sachen. Ich gehe gleich darauf ein, was man mit diesen Chars alles machen muss. Das ist, by the way, extrem insane. Auf jeden Fall, hier kann ich mir den Charakter dann auswählen. Ich kann mir hier sein Board quasi auswählen, wie ich lustig bin. Und am Ende kann ich ihn sogar noch umstylen. Man kann sich auch diesen Tony Hawk machen mit seinem Seitenscheitel. Man kann später den, naja, ich sag mal, vom Outfit her jüngeren Tony Hawk holen und dieses Outfit ebenfalls. Das muss man aber alles erst freischalten, indem man halt die Story durchspielt. Das gilt aber natürlich für alle Chars, also keine Ahnung, wahrscheinlich auch für die Neuen, wenn wir mal bei ihr reinschauen. Okay, sie hat nur 3, aber auf jeden Fall haben die auch alle unterschiedliche Outfits. So, soweit dazu. Man kann sich natürlich auch seinen eigenen Skater erstellen. Das machen wir bestimmt heute im Verlauf auch nochmal. Hier kann man seine Tricks einstellen. Man hat 5 am Anfang zur Verfügung, kann auf 10 erhöhen, indem wir natürlich Challenges machen. Können natürlich aber auch unsere Grab- und Flip-Tricks und Lip-Tricks frei einstellen, so wie wir lustig sind. Also im Endeffekt so wie ab Tony Hawk's Pro Skater 2. Und wir können Setpunkte verteilen. Diese muss man allerdings sammeln, so wie bei Tony Hawk's Pro Skater 3. Dementsprechend habe ich hier noch nichts zum Verballern. Das ist also der Skater-Bildschirm. Kommen wir zum Skate-Shop. Mit dem Skate-Shop habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Habe ich gar nicht dran geguckt. Wie kann man den Park machen? Gucken wir mal rein. Was kann ich bei Logos machen? Ich kann Logos kaufen, die ich mir wahrscheinlich auf die Klamotten tacker. Die kosten alle Geld. Das gleiche gilt für Tattoos.
Da kann ich mir offensichtlich hier fette Westside-Tattoos auf meinen Rücken klatschen. Kostet alles Geld. Also die Creator-Basis ist ziemlich nice offensichtlich. Man kann sich hier x-tausend Hüte machen. Zigtausend Klamotten. Ich glaube, das alles freispielen, musst du sehr viel spielen, um die ganze Kohle dir zu verdienen. Das gleiche gilt für Boards. Es gibt 100.000 Boards, es gibt 100.000 Grip-Tapes und es gibt 100.000 Rollen. Also ihr seht schon, alles freizuschalten. Brustmahlzeit. Vor allem muss man dafür auch noch gewisse Level erreichen. Ja, ihr seht ja rechts oben, ich bin Level 10. Es geht bis Level 100. Keine Ahnung, wie lange der Grind ist. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall diese Bots könnte man erst freispielen, wenn man Level 100 ist. Das originale Tony Hawk Board da. Und was ist Spotlight? Spotlight ist, keine Ahnung, irgendwelche gefeatureten Sachen. I don't know. Das sind allerdings ziemlich coole Sachen. Yo, animierte Boards? Holy shit, okay. Wow. Oh, sick, dude. Okay, da sind ziemlich geile Sachen dabei. So, kann man das jetzt schon spielen? Wenn du es schon geschickt bekommen hast oder in den Laden gehst, ja. Ja, so viel zum Thema Shop. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil des Spiels, wo ihr seht, dass der Grind richtig sick ist. Die Challenges, ladies and gentlemen, die Challenges. Es gibt Anfänger-Challenges, die sich darauf beziehen, dass man Abzeichen sammelt, Goldmedaillen in den Dingern verdient, deine Skater bearbeitet, Gegenstände kaufst, bla bla bla. Das Ganze geht bis Legende. Dort musst du Challenges machen. Du musst 100 Multiplayer-Spiele machen. Irgendwelche Tempolauf-Challenges. Ich habe mich damit noch null beschäftigt. Du musst alle Challenges in der Macht dir den Skater-Sammlung machen. Du musst überall Gold holen. Alles auf 100% spielen. Und so weiter. Und schließe jede Challenge in der Legendensammlung ab letztendlich, um dir dann das letzte Abzeichen zu verdienen. Das Ganze gilt für Tunus Pro Skater 1 und Tunus Pro Skater 2. Das sind die Challenge-Sammlungen. Aber dann kommen noch die Skater-Challenges. Das hier. Und das interessiert richtig. Das interessiert richtig, weil hier kommen wir zu folgendem. Wir müssen mit allen Chars, also du musst nicht, für Platin müssen wir es mit 3 machen, glaube ich, wenn ich mich nicht verlesen habe. Aber wir wollen mit allen Chars alle Challenges machen. Und das ist nicht wenig. Und das bedeutet, mit allen Chars alles machen. Und jeder Char hat unterschiedliche Aufgaben. So hat der Jones zum Beispiel die Challenge, verschiedene Grind Gaps zu machen. Ja? Während, keine Ahnung, Riley Hawk, sind das alles dieselben? Ich weiß es gar nicht. Sind das alles dieselben? Es gibt auch unterschiedliche, da bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Ja, yeah, hier, guck mal. Hier sind Scraps und keine Grind Gaps. Hier musst du einfach nur eine beliebige Gap machen. Mit den anderen musst du Grind-Gaps machen, bla bla bla. Also mit jedem Char muss man unterschiedliche Sachen machen. Dann musst du Skatepark-Challenges machen, über alle Gaps finden. Was das hier bedeutet, weiß ich noch gar nicht. Verbinde die New York City, die Gaps, Restart und Stahl to Rail und Uferspank in einer Einzelkombo. Also irgendwelche Combo-Challenges. Dann mach dir den Park-Challenges, damit habe ich mich gestern überwiegend beschäftigt, deswegen bin ich Level 10, nicht weil ich geskatet bin, sondern weil ich mich mit dem Park-Ding beschäftigt habe. Dann eben noch andere Combo-Challenges, du musst insgesamt 100.000 Flip-Tricks machen, du musst eine Stunde lang Lips gemacht haben, eine Stunde lang Manuals gemacht haben, 100.000 Flatland-Tricks gemacht haben, 100.000. Und dann hast du natürlich noch Multiplayer-Challenges und die kicken richtig rein. Denn um 100% Ingame zu haben, musst du 500 Multiplayer-Spiele spielen. Und da jedes Multiplayer-Spiel mindestens 2 Minuten geht, plus Ladezeiten, plus Practice, könntest du auf mindestens 3 Minuten kommen. Was bedeutet, um 100% Ingame zu erreichen, musst du alleine für Multiplayer mindestens 20 Stunden spielen. Ihr seht also, für 40 Euro bietet dieses Spiel Content, dass ihr euch einscheißen könnt vor lauter Aufgaben. Und jetzt versteht ihr, warum ich das den ganzen fucking Monat spielen werde. Holy shit, hab ich Bock. Ja, und letztendlich hast du noch dein Profil, wo du halt siehst, was du bisher erreicht hast, bliblablub.
Das hier wollen wir als erstes auf 100% bringen. Tony Hawk's Pro Skater 1 und Tony Hawk's Pro Skater 2. Und ich würde sagen, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Und deswegen gehen wir jetzt in die Skater, gehen in Tony Hawk's Pro Skater 1, fangen in der Lagerhalle an und starten einfach mit Tony Hawk, weil ich den jetzt gerade ausgewählt habe. Hat er auch verdient. Machen wir danach mit Rodney. Ja, online habe ich gerade erklärt, wie gesagt, du kannst irgendwelche Gems spielen, wo du dann mit Randoms, Graffiti, Trickturniere etc. spielst. Du hast keine Möglichkeit, zumindest aktuell, dich mit irgendeiner Gruppe zu treffen. Aber so, ich muss mir das nochmal angucken. 5 Hydranten ist neu. Ich sollte mich vielleicht mal konzentrieren. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich actually abgeht. 50-50 große Rail Gap. Olli über den Gap-Kanal. Ich kenne die neuen Aufgaben ja gar nicht. Gern mit Tape, ist klar. Okay, es sind offensichtlich 10 Aufgaben, nicht wahr? Naja, dann wollen wir doch mal. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Und es spielt sich halt so geil. Ich spiele wirklich gerade aktuell zum allerersten Mal diesen Modus. Ihr habt ja gesehen, ich hatte absolut 0%. Ich habe extra mit diesem Stream gewartet. Mit allen Aufgaben gewartet. Da oben habe ich so ein Stat-Abzeichen gesehen. So, Schluss mit Ferien. Ja, Ferien hatte ich zuletzt vor 12 Jahren. Danke. Aber es ist schön, dass Schluss ist. So. Okay, das Thema müssen wir ein bisschen besser treffen. Sollte auch wohl kein Problem sein. Was war Six-Score? Hab gar nicht aufgepasst. So, das Geld haben wir auch. Ach ja, die Kiste. Sowas wie den, was war da? Irgendein Gap über irgendeinen Kanal. Das ist mir noch neu. So, das war die letzte Kiste. Nur der kleine Gap hier? Okay, das reicht schon. 2 Stat-Punkte gibt es. So, und was fehlt mir jetzt noch? Das war Profi-Score. Okay, dann ist da offensichtlich noch ein bisschen mehr. Ah, ich bin gerade voll abgerutscht. Ich habe mich nämlich natürlich vorhin wieder beim Kochen heftig blutig geschnitten. Dementsprechend ist mein Finger gerade ein bisschen RIP, aber das sollte wohl reichen. Was fehlt denn jetzt noch? Bestimmt irgendeine neue Aufgabe, von der ich nichts weiß, oder? Ach, der Hydrant da oben. Ja, die letzte Aufgabe muss ich gleich nochmal gucken. Okay, schauen wir gleich nochmal. Oh, ich blute meinen kompletten Controller voll. Da ist er, deswegen rutsche ich die ganze Zeit ab. Ups. Würdest du mir eventuell Zeber bringen? Ich habe alles voll geblutet. Rap. Am Eingang war noch was. Ich habe meinen kompletten Controller voll geblutet. Entschuldigung. Vielleicht solltest du mir doch ein Pflaster bringen. Ich wollte ohne Pflaster spielen, weil ich mit Pflaster vielleicht scheiße spiele, aber naja. Voller Einsatz, wie ihr seht. Richtig, Luca. Eventuell habe ich mir meinen Finger gerade ganz richtig schlimm kaputt gemacht. Interesting. Ich bin gleich wieder da. Hier ist alles voller Blut. Einen Augenblick bitte. Thank you.
dachte legit gerade, ich rutsche am Controller vor Schweiß ab. Dann ist der ganze Controller voller Blut. Dann haben wir doch direkt mal wieder eine sehr schöne Geschichte geschrieben. Ich habe es jetzt komplett eingepflastert, aber die Frage ist, ob ich jetzt spielen kann, weißt du? Ob ich jetzt den Scheiß bedienen kann. Naja. Wir werden es mal sehen. Wir werden es mal sehen. So. Notorius, danke schön für den zweiten Sub. Schön, dass du bei uns bleibst. Ah, ein bisschen rumspritzen geht immer. Naja, aber nicht mit Blut, Luca, wirklich nicht. Bloody fucking Thursday. Alles Gute, Wolf. Ich folge dir seit dem WWE 12 Let's Play und habe seitdem viele weitere LPs verfolgt. Ich möchte mich für deinen Content mit diesem kleinen Prime-Sub bedanken. Außerdem habe ich heute auch Geburtstag. Ja, Mensch, Joris, dann auch dir alles Gute zu Geburtstag. Danke, Luca, nochmal für die Bits. Und wer ebenfalls alle Projekte aus den letzten Jahren nochmal sehen möchte, der gibt Ausrufezeichen THPS ein. Das ist alles aufgestaffelt, aufgereiht für den Fall, dass dieser Stream irgendwann endet und ihr braucht noch mehr Content.